Österreich ist eine Diktatur geworden. Wie sind denn jetzt die Pläne? Die Pläne jetzt, meine ich, wir schauen uns an äh, diese, diese Impfstudie von der Charité in Berlin. Da, da, werde ich, da kann man nämlich mitmachen. Habt ihr gewusst? Oh. Hier. Charité-Sicherheitsprofil von Covid-19-Impfstoffen und der Vergleich zur Covid-19-Symptomatik. Sehr geehrte Studieninteressentinnen, äh, da kann ich mir Studieninformationen braucht man nicht. Ja. So, ich melde mich mal an. Das ist es. Jetzt ist es mir eingefallen, was ich vergessen habe. Domi, danke, du bist. Äh, Domi ist ein Mitglied geworden, ist ein YouTube-Mitglied geworden. Danke, Domi. Das hatte ich vergessen. Ja. Ich, habe, ich habe am Anfang, wie ich begonnen habe mit dem Stream, habe ich gesagt, ich glaube, dass ich irgendwas vergessen habe. Das habe ich vergessen. Ja. So, ich hoffe, dass ich jetzt gleich einsteigen kann. Bitte klicken Sie auf Absenden, Speichern, um die Umfrage zu starten. Ja. Also, ich mache jetzt diese Umfrage. Weil, die, weil da in einigen äh, Zeitungen wurde da schon was gebracht drüber, nämlich dass die Impfnebenwirkungen viel krasser waren, als man so behauptet hat. Und äh, blibla blub, ja, blibla blub. Und jetzt äh, mache ich da einfach mal mit. Na? Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an. Okay, gut. Ich mache mich nicht jünger. Ich schreibe mein Alter. Ich bin 26. Ich bin männlich. 1,89 groß. 114 Kilo. Jung Hase Kuscher hat ein Abo verschenkt. Ich lebe in Österreich. Seit wann leben Sie in dem Land, in dem Sie sich aufhalten? In Jahren 26. Österreich geboren. Österreichische. Ich sag nein. Nee, da schreibe ich keine. 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 So, tun wir absenden und speichern. Waren oder sind Sie an Covid-19 erkrankt? Chat. Chat, was soll ich Ihnen schreiben? André P. schreibt 26 und du bist doch 22. Ja, eigentlich. Ich habe mich älter gemacht, ich weiß. Ich habe 1,98 geschrieben, Ja, Ich, like ja, ich schaue vor der Kamera viel kleiner aus, als ich wirklich bin. Ja. Chat, wir machen das gemeinsam. Soll ich, soll ich erkrankt sein? An, an, war ich schon mal erkrankt an Covid-19? Ich weiß es nicht mehr. Ihr schaut es ja. Ihr schaut meine Sendungen. Ich nicht. Ich schaue es nicht. Nehmen und geben. Schalke 04 ich möchte wissen, was ich da ausfülle. Das ist diese Charité-Studie zu Nebenwirkungen. Ja. Ich, werde, ich, ich zeige euch jetzt nämlich... Ähm, Sicher hat, da, sicher hat es das. Sicher hat es das, schreibt der Matzke hier rein. Passt, dann werde ich es haben. Ich, ich haue euch das in den Chat rein. Wartet kurz. Ich haue euch das in den Twitch-Chat rein. Oh, ich habe Nachrichten bekommen, sehe ich. Auf Twitch. Jemand hat mir Nachrichten geschickt. Vielleicht hatte ich Covid. Ja. So, ich haue euch das jetzt da rein. Ihr könnt das mitmachen. Bam. Was habe ich Ihnen da geschickt bekommen? Schau dir das mal an. MW. Ah, ja, das ist gut. Das schauen wir uns später an. Danke. So, und jetzt möchte ich noch ähm, auf YouTube möchte ich euch das auch reinhauen. Dann kann jeder mitmachen, nämlich. So. YouTube. Tag. So. Tag. Jetzt machen wir mit bei der bei der bombastisch seriösesten Umfrage, die es gibt. Ja. Waren, Sie, waren oder sind Sie an Covid-19 erkrankt? Ja, natürlich. Ich war schon oft erkrankt an Covid-19. Wann war die Covid-19 Erkrankung? Also mich hat schon relativ früh erwischt. Ja, im Mai 2020, nämlich ähm, genau, genau vor zwei Jahren hat, war ich das erste Mal erkrankt an Corona. Hatten, haben Sie durch, ja, ja, natürlich hatte ich ganz übel ganz üble Starkfieber. Na ich, ich möchte es ja eigentlich, ähm, ich möchte es ja so querdenkermäßig ausfüllen, ja, habe ich mir vorgenommen. Das heißt, ich war, ich war erkrankt an Corona, aber kein Leichtfieber. Ja. Äh, leicht, leicht. Nee, ich hatte gar keine Symptome. Ja, ich war, der Test, Test, hat, ähm, Test hat er angeschlagen. Ähm, Test, aber das war wahrscheinlich vom Schlangengift. Das, äh, keine Symptome, nee, hatte ich nicht. Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand? Ja, ich habe Beschwerden, ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe eine Herzerkrankung, ja. Ich habe eine Lebererkrankung dazu bekommen. Und ich habe jetzt auch eine chronische Nierenerkrankung, habe ich auch bekommen, ja. Äh, wurden, werden Medikamente gegen die Beschwerden? Nein, nee, nee. Medikamente nehme ich nicht, Nehme ich nicht, ja. Wurde, wird ärztliche Behandlung oder Beschwerden in Anspruch genommen? Na, ich gehe nicht mehr zu Ärzten. Nur zu speziellen, per E-Mail schreibe ich, dem Bodo Schiffmann zum Beispiel. Haben Sie einen Covid-19-Antikörpertest machen lassen? Ja, musste ich, ja. Ja, natürlich wurden welche nach, nachgewiesen. War das Ergebnis reaktiv-positiv? Ich nehme reaktiv, ja. Zack. Absenden, speichern. Geh, wann kommt denn endlich das Impfen? Jetzt kommt das Impfen. Total die seriöse Umfrage, ne? Absolut seriös. Absolut seriös. Wurden Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja. Welche Impfung haben Sie erhalten? Booster, booster. 3. Bitte wählen Sie den Namen des Impfstoffs, BioNTech. Wann haben Sie Ihre Impfung erhalten? Sagen wir 2021 im Mai. 2021 am 15. Mai. Hatten Sie Beschwerden nach der Covid-19-Impfung? Aber natürlich hatte ich Beschwerden. Aber sowas von... Druckempfindlichkeit, Druckempfindlichkeit. Ich hatte, ich hatte nicht eine Druckempfindlichkeit, mir ist der Arm fast abgefallen. Stark, natürlich. Dauer in Tagen, zehn Tage. Schmerzen an der Einstichstelle, aber sowas von zehn Tage. Wärme an der Einstichstelle, Wärme, Hitze. Immer noch. Schwellung an der Einstichstelle. Nicht nur an der Einstichstelle. Aha, der angegebene Wert hat keine Nummer. Okay, na gut. Dann schreiben wir 28 Tage. Schwellung an der Einstichstelle. Mega, mega. Immer noch, immer noch geschwollen. Schau, schaut. Hier, hier sieht es, hier sieht man es. Immer noch geschwollen, ja. Stark. Immer noch. Ich schreibe rein. 120 Tage. Rötung an der Einstichstelle. Stark, richtig stark, ja hat nicht so lange gedauert, sieben Tage nur. Juckreiz, ja, mega Juckreiz, ja, hält immer noch an, 365 Tage. Nesselausschlag an der Injektionsstelle, ja, stark, stark auch, ja, hat nicht so lange gedauert, nur acht Tage. Bluterguss an der Einstichstelle, auf jeden Fall stark, ja, für drei Tage nur. Müdigkeit, total müde. Total, ich, ich glaube ja, ich habe so eine Art Schlafkrankheit entwickelt. Ja. ja, Müdigkeit hält immer noch an, nehmen wir 365 Tage. Schwäche, total schwach seitdem, kann gar nichts mehr machen, einfach am Arsch, hält immer noch an, 365 Tage. Fieber hatte ich extrem starkes, zum Glück nicht so lange, nur 28 Tage. Erhöhte Temperatur, ja, hatte ich dann nach den 28 Tagen, ging aber nach 120 Tagen dann wieder zurück. Wärmegefühl habe ich sowieso die ganze Zeit, ja, wenn ich, nicht, wenn ich zwischendurch nicht einen Schüttelfrost habe. Schüttelfrost stark, ja, acht Tage durchgehend Schüttelfrost, ja. Ja, nicht der Frank, äh, ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe nach den ganzen Nebenwirkungen, aber ich, ich bin ja gestärkt, ich habe ein gestärktes Mindset, ja. Ich weiß ja, wie Krankheiten übertragen werden, nämlich seelisch. Und obwohl man mich so hart zur Impfung gezwungen hat, habe ich das überlebt. Ja, Unwohlsein, starkes Unwohlsein hält immer noch an, ja, war vorher eigentlich auch schon da. Grippegefühl auf jeden Fall stark, ja, starke Ängstlichkeit, starke Gesichtsschwellung, starke Kopfschmerzen. Starken Schwindel und Benommenheit, starke Schläfrigkeit, psychische Gereiztheit vor der Impfung auch schon. ja, Auch vor der Impfung schon. Muskelschmerzen stark, Schmerzen der Beine und Arme, Gelenkschmerzen stark, Ausschlag stark, Juckreiz sowieso stark, vermehrtes Schwitzen die ganze Zeit, kotzenvolles Programm, Brechreiz, Erbrechen, alles. Bauchkrummeln, Durchfall, Schwellung von Lymphknoten, Mandelschwellung. Alles stark, alles. Ich, ich klicke mich da jetzt einfach durch Chat. Ja. Schlaflosigkeit, Taubheitsgefühl, Husten, Luftnot, ja, ich, hab, ich musste fast intubiert werden. Torokales enge Gefühl, auf jeden Fall Schnupfen, Herzklopfen, Blutdruck, Blutdruck erhöht. Gab es weitere Beschwerden, die in der Pelle. Ja, gab es auch. Hier, ja, natürlich. Äh, absolute Todesangst. hält immer noch an, hält immer noch an, ja, okay. Na, das lassen Sie mir nicht. Na gut, dann nicht. Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand nach der Impfung? Na, die Beschwerden haben sich verschlimmert natürlich, ja. Na, mir glaubt ja keiner. Ich habe keine Medikamente bekommen. Brauchten Sie ärztliche Behandlung? Ja, stationär im Krankenhaus. Waren Sie zufrieden mit dem Impfverlauf? Nee. Waren die Impfreaktionen? Ja, ich habe zwar gedacht, wir werden alle sterben, aber das war schon wild jetzt. Würden Sie die Impfung weiterempfehlen? Natürlich nicht. Nee. Haben Sie Ihre Impfreaktionen an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet? Ja, aber denen ist das wurscht. Ja. Kurz nach der SARS-CoV-2 hatte ich keine. Na, das hat nur mit der Impfung zu tun. Haben Sie ein Covid? Ja, habe ich auch gemacht. Äh, ja, aber das war wegen meinem Ding. So. Sind Sie in den letzten drei Monaten? Na, das ist alles nur wegen der Corona-Impfung. Ja? So. Absenden und speichern. So viel zu der Studie. Ne? So, und was ich jetzt hier gemacht habe. Ja, was, was, was ich jetzt da gemacht habe, na glaubt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer zuschaut auf YouTube, ja, äh, der das gefeiert hat, als das rauskam wegen dieser Studie. Ja. Kann ja sein, dass irgendwer das dann äh, auf Telegram gesehen hat, ja, wie's, wie es diese Zeitungsartikeln gab zu dieser, zu dieser Studie. Ja. Ist halt schon ähm, die Frage. Wie seriös ist denn sowas? Ja? Wie seriös ist das, wenn ich mich da hersetzen kann und irgendeinen Scheiß reinschreiben kann wegen, äh, wegen starker Nebenwirkungen nach der Impfung? Ja? Und wie kann man denn sowas überhaupt äh, dann in einer Zeitung bringen? Impfnebenwirkungen viel stärker als erwartet. Na, glaubt ihr nicht, dass es irgendwelche Telegram-Gruppen gab, wo man das genau so gemacht hat wie ich gerade eben? Bodo Schiffmann hat, hat gesagt, nehmt euch, euch ein Handy, tut so, als würde ihr telefonieren und erzählt im Supermarkt an der Kasse, dass ein Kind an der Maske gestorben ist. Und, und dann glaubt man nicht, dass diese Typen dann äh, sagen, hey, tut diese Studie ausfüllen? Die, diese Studie wurde wahrscheinlich von Leuten hauptsächlich ausgefüllt, die nicht mal geimpft sind. Das ist schon nervig. Ja. Bitte wählen Sie aus, welcher der genannten Personengruppen Sie angehören. Medizinisches Personal? Nein. Ja, wegen der Impfung fühle ich mich gefährdet. Sehen Sie durch den Corona? Naja, nee, natürlich nicht. Ne? Äh, Corona Grippe ist viel schlimmer. Na, eigentlich ist sie vorbei, aber die wollen uns ja weiter lockdownen. Was glauben Sie, wird zur Beendigung der Corona-Krise beitragen? Sonstiges. Ja? Proteste. Proteste werden dazu beitragen. Aus welchem Grund wollen Sie sich impfen? Beziehungsweise haben Sie sich impfen? Ich möchte mich nicht impfen lassen. Ich musste mich impfen lassen. Sonderrechte, berufliche Gründe, genau, weil ich bin Pflegepersonal. Die Grippewelle gefährdet auch... Stimmen Sie dieser Aussage zu? Äh, nicht richtig. Sicher richtig. Ja. Auf jeden Fall. Wer ist Ihrer Meinung nach möglicher Überträger, Hauptüberträger der Coronaviren? Weiß ich nicht, ist mir wurscht. Haben Sie Kinder? Nö. So jemand wie ich hat keine Kinder. Saufi, Saufi. Ach Gott, ich lasse es. Ja. Chat, ich höre damit auf. Ich will nicht mehr. Ihr habt jetzt. Das Einzige, ich wollte euch einfach zeigen. Ja, ich wollte euch nur zeigen was es mit dieser Charité-Studie auf sich hat, die in gewissen Kreisen so abgefeiert wurde. Es ist einfach... Ähm, also ich würde schon sagen, dass das fast ein bisschen ein Skandal ist, wenn das dann in, äh, wenn das dann in Zeitungen abgedruckt wird. Ja? Wie zum Beispiel hier. Berliner äh, Morgenpost, Studie. Biotech und Co 8 von 1000 haben schwere Nebenwirkungen, ja. Was äh, was, was 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 will man da, ja? Das ist doch eine weirde Sache, ja. Es ist eine weirde, weirde Sache. <laughs>